Ja, wir haben mal die Sitzmöglichkeit gewechselt. Ich bin bei der Katharina Rogalla zu Gast. Wir sitzen auf Bällen. Wunderbar. Wir haben ja so wunderbar schon über Kissen gesprochen, die wir auf Stühle legen können, damit wir da ein bisschen dynamischer, ein bisschen besser sitzen können. Warum sitzen wir eigentlich so entspannt auf dem Ball und warum wollen wir, also ich jedenfalls jetzt gerade, permanent dopsen? Oder? Das ist ein sehr fröhliches Sitzen auf dem Ball. Ah. Also man ist ja auch sehr eingeladen, sich zu bewegen. Das hat wirklich eine spielerische Leichtigkeit, dieses Sitzen und Bewegen auf dem Ball. Es ist immer wieder Bewegung da. Wir hatten ja auch mal schon mal über die Bandscheiben gesprochen, die dann wirklich sich gut auch wieder ernähren durch diese Bewegung, die elastisch bleiben, geschmeidig bleiben. Und die Bewegung hört man auch, ja, ne? Ihr hört das richtig? Ja. Man hört, wenn ich kreise mit dem Ball oder auch bei dem Dopsen, das ist auch ein bisschen laut. Wir machen das jetzt etwas weniger, aber es macht einen Heidenspaß. Genau. Und das ist natürlich schon mal ein ganz wesentlicher Punkt, ne? Ja. Denn ihr Lieben, den Spaß, den hört man euch definitiv an, unabhängig davon, dass man euch alle Gefühle in der Stimme, im Stimmklang und auch im Tempo und so weiter anhört. Darüber machen wir nochmal ganz sicher ganz viele Sendungen, aber heute mal nochmal dieses Ballgefühl. Also, weil wir haben ja auch eine andere Sitzfläche, ne? Ja. Unsere Sitzballhöcker sind wunderbar gebettet in diesem Ball. Aha, da sind sie wieder. Auch vorstellen, ja. Die Sitzhöcker, über die reden wir nochmal, was der Ball, wo die sie bettet. Ja. Schauen wir mal. Okay, ich danke dir.